Moin meine Freunde, was geht? Heute dreht sich alles um Pokémon! Wie ihr gesehen habt, dreht sich heute alles um Pokémon. Wenn ihr aber Bock habt, natürlich auf nerdige Sachen wie dies hier, so eine Vorstellungen, oder natürlich um Erklärvideos, ich mache hier einen Erklärbär, dann lasst doch gerne hier ein Abo hier. Nämlich diese exklusive Edition ist rausgekommen beim Mediamarkt. Ich habe sie gesehen, zufällig, wirklich zufällig, der liebe Ephraim Filmstunde, also der Ephraim, ne, der hat ja seine Filmstunde am Start, der hat sie nämlich, letztens hat er sich den Film auf Emerald geholt, den ersten Teil. So, und habe ich natürlich auf dem Flohmarkt letztens, habe ich die Originalkassette noch gefunden für 50 Cent, habe ich gedacht, okay, cool, nimmst du mit, da ist auch noch was drin. Wenn ihr natürlich, also natürlich Retro seid, wisst ihr, was da drin ist. Nämlich, oh, das fliegt ja schon weg, eine Pokémon-Karte, nämlich Mewtwo, der war damals da drin gewesen, die sieht noch ziemlich mint aus, nice aus, da seht ihr das, die war ja immer da drin gewesen, die Erstauflage, und so sieht ja halt eine VS aus. Leute, wenn ihr das nicht wisst, VS, das war damals ein Datenträger, nein, ich denke mal, ihr wisst noch, was VS ist, ja, und hier seht ihr so das Cover von damals, wenn ihr mal hier so sehen, das sah damals so aus, und da gab es auch nur noch 151 Pokémons, wobei, ja doch, 151, Mew war das 151. Pokémon, steht auch hier vorne drauf, Dennis Mann, ey, ich muss mal ein bisschen lesen. So, und eine Kassette, wisst ihr, wie er aussieht, das ist natürlich die Kassette. Jetzt ist die Frage, wie sieht das da drin aus? Es ist ja die VHS-Edition und mittlerweile gibt es ja irgendwie über 350 Pokémon, ich weiß nicht, ihr kennt ja, ihr wisst wahrscheinlich wie genau wie, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich spiele selber ja gerade Pokémon Go, wer mich adden will, kann mich ja mal anschreiben, den gebe ich meinen Trainercode. 356 Pokémon, liege ich da richtig? Weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist es hier die 769, die ich hier abgestaubt habe. Kann ich das mal irgendwie so... Da, 769. Und da ist der erste Teil drinne mit Mew gegen Mewtwo. Und da ist noch der zweite Teil drinne, wie ihr hier sehen könnt. 24,99 € kam diese. Das war auch die letzte bei mir, meiner Stadt. Und... Die ist vom Polyband Anime, wird die vertrieben. Und ja, hier steht drauf, erlebe zwei legendäre Pokémon-Filme in dieser Blu-ray Double Feature Collection. Und hier könnt ihr mal kurz gucken, worum es da überhaupt geht. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich Pause machen. Das reicht wohl. Und ja, ich mach mal das Ding mal auf. Boah, ist immer so geil, wenn man das aufmacht, oder? Leute, so ist mal hier. Oh, geil. Sind wir mal als Vergleich, um hier zu machen. Das war die Original VHS-Kassette. Das ist schon mal breiter. Von der Dicke her geht's eigentlich, das ist genau gleich, kann man hier so sehen, ne? Und das war's eigentlich. Wir haben natürlich jetzt hier kein so VHS-Zeichen wie hier, wie ihr es sehen könnt. Da, mach mal scharf hier, da habt ihr nämlich diese Zeichen drauf, die man natürlich auch hier drinne hatte. Ach, das Zeug hier, ey. So, ist es hier auch nicht drauf, also das war das Original, ne? Ihr habt nur hier das Display hier drauf, hier seht ihr das Cover so gesehen. Pokémon im Film, ab 6, doch ab 6, da steht es hier auch. Ich meine, gut. Aber ich muss sagen, von der Aufmachung her, vom Cover sieht es cool aus. Bisschen Retro und passt irgendwie, ne? Jetzt machen wir es mal auf. Okay, das ist schon mal cool. Ihr habt jetzt hier vorne dann halt das wie auf der originalen Kassette. Habt ihr hier auch Pokémon der Film, Anime, Be Kind, Rewind. Und dann Haupt VHS Blu-ray Disc ist hier drinne und dann der zweite Teil. Auf der Rückseite ist dann halt das, was man auch kennt, wenn das zurückspült wie eine Kassette, dann ist das dann auch so, da kann man das so sehen. Ja. Gut, das ist schon ziemlich wertig. Die meisten, diese Pappschuber sind ja nie so richtig wertig. Das ist, sag mal, sehr dünne Pappe. Und wenn ich das jetzt hier aufmache, muss ich mal gucken, wenn ich vorsichtig aufmache, muss ich rausschieben. Alles hier mit Magnet wahrscheinlich. Ah, hier Magnetverschluss. Ne, merkt ihr? Und dann haben wir hier drinne, das ist schon eine ziemlich dicke Pappe, also das ist schon mal hochwertig verarbeitet. Und dann haben wir hier noch so ein Flyer vom Polyband. Und hier drinne ist dann halt die Disc. Die sieht dann so aus. Ziemlich nice. Aber die flog hier schon ein bisschen rum, deswegen habe ich auf die Kratzer geguckt. Da sind zum Glück keine raufgekommen, weil das ist hier eigentlich hier drinne und das hat natürlich so geklackert. Und dann habt ihr nämlich hier so ein klappbares Teil und dann ist ja der erste Teil. Hat ziemlich cool gemacht, muss ich sagen, vom Polyband. Sehen auch beide sehr gut aus von den Covers her.
Vielleicht wären auch ein bisschen so, sag mal, Giveaways noch cool gewesen irgendwie oder auch eine. Man kann natürlich jetzt die Pokémon-Karte hier rauswechseln und sich hier reinstecken. Man kann sagen, cool. Oder man stellt die beide ins Regal, sage ich mal. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich muss sagen, für die 24,99 € geht das total in Ordnung. Weil, wenn man überlegt, dass die Emerade 12,99 € kostet, da muss ich sagen, ist es cool, so ein limitiertes Stück zu haben, sag ich mal. Ne? Also, da kann man nichts falsch machen. Und alles in Farbe, natürlich remastered, 16:9 Bildformat, DTS, HD sogar. Der erste Teil, der erste Film geht 75 Minuten und der zweite geht 80 Minuten. Und das war noch Pokémon-Zeiten, sage ich mal, die Leute. So, kurz und knackig habe ich euch mal das so ein bisschen hier geschildert, dass es sowas überhaupt gibt, sage ich mal. Wenn ihr mal ein bisschen mehr Pokémon-Wissen vielleicht haben wollt, kann ich mal gerne ein Video drüber machen. Ich bin gerade so ein bisschen da in, wieder, weiß ich nicht, im Fieber nicht, aber ja, habt ihr gerade Bock drauf, ne? So, das war mal eine kleine Vorschau, so ein kleines Nerd-Check. Ich kann natürlich mal dann in die Kommentare setzen, ob sich das Bild lohnt oder nicht. Ich film, damals war, ich war im Kino gewesen, ja. Im Kino, so alt bin ich schon. Und fand ich gut. Also ich fand die auf jeden Fall gut, die da waren. Das war noch so richtig Pokémon halt, ne? Nicht so wie heute. Aber egal, lasst ein Abo hier, lasst ein Like hier und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao. Bam.